Pünktlich um 17 Uhr hat das 49. Spießbratenfest in Ida Oberstein heute eröffnet. Zum ersten Mal durfte der neue Oberbürgermeister Frank früh auf den Fassanstich vornehmen. Ein herzliches Dank, dass ihr dem Spießbratenfest diese Ehre erweist, die hier immer jedes Jahr herkommt und dazu beitragt, dass dieses Fest immer beliebter wird und ein ganz großer Erfolg. Und nächstes Jahr, Fritz Max hat es gesagt, würde das 50. anstehen und da müssen wir uns überlegen, was wir da noch machen. Okay, Dankeschön nochmal an der Stelle und jetzt versuche ich mal, das erste Mal ein Fass anzustellen. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Frank, das erste Mal, okay, gut. Also, auf geht's. Wir starten mit, wie viele Schläge brauchst du? Wir zählen mal mit. Auf geht's, Frank. Eins. Hey, du ein Schlag. Noch einer, komm. Okay, Frank, also in diesem Sinn sagen wir, das 49. Spießbratenfest ist eröffnet. Es ist eröffnet. Das 49. Spießbratenfest ist jetzt eröffnet. Erste Mal Sie als Oberbürgermeister. Was hat das für Sie für eine Bedeutung? Was ist das für ein Gefühl? Ja, schon ein ganz besonderes Gefühl. Wenn man hier die Atmosphäre, die Stimmung sieht, die Leute hier sieht, 49. Spießbratenfest, nächstes Jahr haben wir ein Jubiläum. Ist was ganz Besonderes und was mich ganz beeindruckt ist immer noch, dass sehr viele von den Ausstellern und auch der Sponsoren eigentlich seit Anfang an dabei sind hier in Ida Oberstein. Da sieht man eine enge Verbundenheit und gemeinsam dieses Fest weiter nach vorne zu bringen, auf neue Beine zu stellen, wie vor 2 Jahren begonnen hat. Und die Leute ziehen alle mit, ist was ganz Besonderes. Der Fassanstich hat ja eigentlich ziemlich gut geklappt. Haben Sie daheim ein bisschen geübt? Nein, ich habe leider kein Fest zu Hause gehabt, aber ich muss sagen, ich war selbst erstaunt gewesen, dass es eigentlich so gut funktioniert. Und ja, also das Lob, was ich bekommen habe, also eigentlich mit dem ersten Schlag schon richtig drin gehabt, war okay gewesen, also richtig gut. Okay, auf welche Bahn freuen Sie sich denn besonders? Gibt es irgendein Highlight persönliches? Nein, also die langsamen Fahrgeschäfte sind mir, glaube ich, lieber, wenn ich das eine große Fahrgeschäft sehe. Also ja, da gibt es, glaube ich, andere Leute, die da gerne mitfahren. Da lasse ich auch gerne den Vortritt, aber ich muss es nicht unbedingt haben, die Stellen. Was würden Sie denn sagen, was wünschen Sie den Besuchern auf 5 Tagen Spießbratenfest? Ja, ganz viel Spaß, ganz viel alte Bekannte zu treffen, dass hier eine tolle Familienstimmung herrscht, mit Seniorennachmittag, mit allem, was dazu ist, wo mehrere Generationen dieses Fest feiern und natürlich auch den Verantwortlichen für das Fest alles Gute und ganz, ganz großes Dankeschön, weil was sie jedes Jahr hier auf die Beine stellen, ist was ganz Besonderes und ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger das annehmen.